Guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Weltwoche-Leserinnen und Weltwoche-Leser. Ich begrüße Sie sehr herzlich bei dieser Sendung von Weltwoche Daily, die andere Sicht, unabhängig, kritisch, wirklichkeitsgetreu und differenziert, am Freitag, dem 8. Januar 2021. Ich komme zurück auf die Vorgänge in Washington, möchte aber den Blick etwas lösen von Donald Trump. Er wird jetzt erwartungsgemäß als der ganz große Bösewicht, der Nero von Washington, identifiziert. Es gibt die Forderung, ihn des Amtes zu entheben. Aus der Schweiz Cedric Wermuth, Co-Chef der SP, ehemaliger Hausbesitzer, er weiß, wovon er spricht, hat Trump sogar als Faschisten bezeichnet. Das ist Unsinn. Und das sage ich als jemand, der das Verhalten von Donald Trump am letzten Mittwoch in Washington ebenfalls sehr deutlich kritisiert habe. Es geht nicht, wenn ein Politiker, wenn ein noch amtierender Präsident vor einer Menge von Tausenden ohnehin frustrierten Menschen sich hinstellt und dort, anstatt die Lage zu beruhigen, mit dem Flammenwerfer noch aufheizt. Ja, Donald Trump hat nicht zu gewalttätigen Protesten aufgerufen. Er hat in seiner Rede ausdrücklich von friedlichen Kundgebungen vor dem Kongressgebäude in Washington, vor dem Kapitol, aufgerufen. Aber alleine das ist eine Fahrlässigkeit, denn er konnte in dieser Situation ja die Kräfte nicht bändigen, die er entfesselt hat, und es ist zu Ausschreitungen gekommen, es ist zu Todesfällen gekommen, und dafür trägt Donald Trump eine Verantwortung. Ihn jetzt aber auf die gleiche Stufe zu stellen, wie diese randalierenden Braunhemden aus den 30er Jahren, auf die Faschisten, das ist einfach eine Unanständigkeit, das ist eine Ungeheuerlichkeit, und Cedric Wermuth sollte sich schämen für solche Gleichsetzungen. Gerade er, der es ja mit dem Rechtsstaat in der Vergangenheit überhaupt nicht ernst genommen hat. Was wir aber beobachtet haben in Washington, dieser Unmut, dieser Aufmarsch von Zehntausenden unzufriedener Amerikaner, das ist ein Phänomen, das wir ernst nehmen müssen. Und das geht weit über das hinaus, was Donald Trump ist, was Donald Trump gesagt hat oder was Donald Trump gemacht hat. Donald Trump ist nicht der Urheber, der Erzeuger dieses Unmuts. Er ist allenfalls das Sprachrohr, das Megafon und am Mittwoch auch der Anstachler dieses Unmuts. Aber wir müssen uns doch ernsthaft damit auseinandersetzen, warum es überhaupt möglich war und möglich ist, dass so viele Amerikaner, und es waren nicht nur die in Washington, es sind Millionen von Amerikanern, die sich nach den letzten Wahlen unzufrieden fühlen, die nicht mehr einverstanden sind mit dem, wie die Dinge laufen in ihrem Land, die sich vor allem nach den letzten Wahlen um das Wichtigste gebracht sehen, was es in der Demokratie gibt, nämlich um ihre Stimme. Und das ist nicht etwas, was Trump erfunden hat, sondern das ist ein ganz weit verbreitetes Unbehagen bei Millionen von Amerikanern. Die Umfragen zeigen, 83% aller Republikaner sind der Meinung, dass diese letzten Wahlen nicht in Ordnung waren, dass da massive Verfälschungen stattgefunden haben. Wir haben 30% der unabhängigen Wähler, die dieser Auffassung sind. Das sind Zahlen, die man nicht einfach wegwischen kann. Was ich hier beobachte, ist die Abkoppelung eines ganz relevanten Teils der amerikanischen Bevölkerung von der politischen Establishment-Führung in Washington. Eine Loslösung vom politischen Betrieb. Der Einzige, der diese Leute noch erreicht und mobilisiert hat, ist Donald Trump. Und wir haben mit der Tatsache zurechtzukommen, beziehungsweise die Tatsache zu ergründen und zu verstehen, warum diese Leute Donald Trump mehr vertrauen als den etablierten Institutionen, den Medien, den Politikern, den Meinungsmachern und den Gerichten. Was steckt da dahinter? Ich kann das auch nicht abschließend erklären, aber einen Punkt kann ich hier festmachen. Diese letzten Wahlen hatten unbezweifelbare Unregelmäßigkeiten im Zuge dieser Corona-Pandemie. Ausgerechnet in jenen Gliedstaaten, in denen sich die Wahlen normalerweise entscheiden, haben demokratisch beherrschte Regierungen die Wahlregeln auf zum Teil, wie behauptet, aber nie abgeklärt wurde, verfassungswidrige Art abgeändert. Es wurden Sicherheitsstandards gesenkt,
was die Authentifizierung von Wählern angeht. Es wurden die Schleusen geöffnet im Briefwahlverfahren. Ich kann Ihnen sagen, eine Mitarbeiterin der Weltwoche, Amy Holmes, in den USA hat 3 Wahlzettel an ihre Adresse zugeschickt bekommen. Wir haben Filmaufnahmen gesehen aus Georgia, wo die Wahlverantwortlichen die Beobachter aus den Räumen geschickt haben und dann wurden unter den Tischen plötzlich kofferweise Wahlzettel hervorgekramt. Diese Vorwürfe und noch viele mehr sind bis jetzt in den USA weder vom Parlament noch von den Gerichten wirklich seriös abgeklärt worden. Und das ist eine wichtige Wurzel des Unmuts, der jetzt am Mittwoch zum Ausbruch gekommen ist. Die Leute haben den Eindruck, zu Recht oder zu Unrecht, aber sie haben ihn, dass man diese Vorwürfe, diese Unregelmäßigkeiten, die im Prinzip niemand leugnet, nicht ausreichend untersucht hat. Sie haben zweitens den Eindruck, dass mit fundamental anderen Maßstäben beurteilt wird. Wenn die Linken etwas machen, wenn linksradikale Mobs in amerikanischen Innenstädten während Wochen ganze Straßenzüge einäschen, Polizisten erschießen, Polizeiposten ausräuchern und die Medien darüber berichten und sagen, und das ist eine Tatsache, es handle sich um friedliche Proteste, dann muss man sich nicht wundern, wenn diese Leute diesen Medien nicht mehr vertrauen, beziehungsweise wenn es ihnen, wie wir in der Schweiz sagen, den Hut lupft. Wenn dann die gleichen Leute beobachten, wie einem von ihnen gewählten Präsidenten Donald Trump während fast 4 Jahren mit hanebüchenen, erfundenen, konstruierten Verschwörungstheorien versucht wird, der Prozess zu machen, dann verstärkt sich dieses Gefühl, dass in Amerika nicht mehr ein Rechtsstaat für alle ist, sondern ein Rechtsstaat mit einer Zweiklassengesellschaft, in der die eine Seite besser wegkommt und die andere a priori schlechter. Und dieses Gefühl, da kann man sich jetzt darüber lustig machen, man kann sich auch an den Bildern ergötzen, dieser Hornmänner und Klauenmänner, die man da fotografiert hat im Capitol. Aber damit wird man diesem Phänomen nicht gerecht und damit wird man dieses Phänomen der Unzufriedenheit auch nicht wegbringen, meine Damen und Herren. Und diese Arroganz, diese Überheblichkeit steht am Anfang jener Ausschreitungen, die wir am Mittwoch gesehen haben. Diese Arroganz der Elite, die den einfachen Leuten das Gefühl vermittelt, wobei das Wort einfache Leute ein abzulehnendes Wort ist, den gewöhnlichen Amerikanern, vielen Amerikanern das Gefühl vermittelt, dass ihre Art zu leben hinterwäldlerisch ist. Dass sie nicht mehr sagen können, was sie eigentlich sagen wollen, weil sie dann sofort irgendwo auf eine schwarze Liste gesetzt werden. Wenn man ihnen laufend einredet, dass sie Rassisten, Antidemokraten, Populisten, Faschisten, Nazis sind, dann treibt man diese Leute systematisch zur Weißglut. Und dann tragen eben die etablierten Institutionen die Verantwortung. Diese Institutionen haben diesen abgekoppelten Menschen, Entschuldigung, nicht zugehört, nicht mehr zugehört. Sie haben sie bestenfalls verhöhnt und verunglimpft. Und so geht es nicht. Und man kann darüber nicht einfach jetzt mit ein paar polemischen oder aggressiven Zuschreibungen an die Adresse des noch amtierenden Präsidenten hinweggehen. In den USA beobachte ich eine wirklich beunruhigende Spaltung der Gesellschaft. Das tendiert also fast in eine Richtung der Sezession. Dieser Begriff heißt, dass sich Gruppen abspalten, lösen voneinander, dass die Gesellschaft auseinanderbricht. Das ist eine drastische Erkenntnis und eine drastische Empfindung. Aber es wird oder es könnte so weit kommen, wenn diese Elitenarroganz, dieser Elitenautismus
gegenüber Millionen von Amerikanern, anständigen Amerikanern, nicht aufhört. Und die Medien haben da eine ganz wichtige Verantwortung, meine Damen und Herren. Weil die Medien haben in den letzten 4 Jahren diesen Donald Trump und damit auch seine Wähler im Grunde nur verdammt. Sie haben ihn zur Lachnummer, zum Kriminellen, zum Landesverräter erklärt, zum Spinner, zum Psychiatriefall. Jeder, der eine differenziertere Meinung zu Trump äußerte, sah sich dann von diesen Trump-Verunglimpfern dann ebenfalls verunglimpft. Also hier wurde eine Stimmung erzeugt, in der es gar nicht mehr möglich oder nur noch unter Erschwernissen möglich war, überhaupt die These in Erwägung zu ziehen, dass dieser Trump auch etwas Gutes gemacht haben könnte. Und er hat ja als Präsident einiges sehr gut gemacht. Er hat ja bis zur Corona-Pandemie den Amerikanern durch seine Deregulierungs- und Steuersenkungspolitik einen historisch einzigartigen Wirtschaftsboom verschafft. Er hat ihnen während der Corona-Zeit Durchbrüche in der Außenpolitik gesichert im Nahen Osten, wo jahrzehntelang sich nichts mehr bewegt hatte. Reines Packeis. Sogar in diesen Tagen, in diesen stürmischen Tagen, könnten noch weitere Erfolgsmeldungen aus dem Nahen Osten, Friedensschlüsse gemeldet werden. Das sind Leistungen. Und wer diese Leistungen betont, ist nicht irgendein unkritisches Groupie des amerikanischen Präsidenten, sondern ein Mensch, der wenigstens halbwegs sich darum bemüht, noch einen objektiven Blick auf diese Sachverhalte zu haben. Aber diese Arroganz, diese Elitenarroganz, diese Medienarroganz, die bereitet mir Sorge, meine Damen und Herren. Weil sie produziert diesen Unmut, der sich dann in diesen unwürdigen, gewalttätigen Szenen bahnbricht. Und man macht es sich viel zu leicht, wenn man das Ganze in eine Schublade versorgt, auf welcher der Name Donald Trump steht. Oder sagen wir es anders, in einen Abfallkübel versorgt, der mit dem Namen Donald Trump beschriftet ist. Das ist die Perspektive, die wir hier anwenden müssen. Und diese Perspektive wird viel zu wenig in Betracht gezogen. Erlauben Sie mir noch 2 weitere Themen in dieser Sendung, meine Damen und Herren. Auch das eine im Zusammenhang mit diesen amerikanischen Angelegenheiten. Soll jetzt der Bundesrat sich hier zu Wort melden? Soll unsere Landesregierung auch noch mit dem erhobenen Zeigefinger nach Washington fuchteln und den Amerikanern erklären, warum unsere Regierung nicht oder doch nicht oder überhaupt nicht einverstanden ist mit dem, was in den letzten Tagen hier passiert ist? Auf keinen Fall. Wir sind ein neutraler Staat. Wir haben uns als offizielle Schweiz still zu verhalten. Wir müssen aufhören mit diesem moralischen Imperialismus zu allem und jedem, aber am Ende natürlich immer willkürlich, Schuldzuweisungen abzugeben und die persönlichen moralischen Meinungen an die grosse Glocke zu hängen. Das kann nur schaden, und das betont auch der Präsident der Schweizerisch-Amerikanischen Handelskammer, Martin Naville. Und zum Schluss erlauben Sie mir noch einen Hinweis auf die neuesten Entwicklungen an der Covid-Front. Das Bundesamt für Gesundheit meldet 3.975 neue Fälle. Das sind klar weniger als in den letzten Tagen und Wochen. Und dieser Rückgang rechtfertigt schwerlich die vom Bundesrat offensichtlich in Erwägung gezogenen, angekündigten und vorgedachten Schritte eines weiteren Lockdowns. Die Konsequenzen dieser Corona-Politik sind langsam nicht mehr zu stemmen. Die notwendige Strategie wäre einfach: Gefährdete schützen und impfen, nicht am Leben Gefährdete mit den üblichen Sicherheits- und Hygienevorschriften arbeiten, leben, pendeln und Sport treiben lassen. Ich danke Ihnen, meine Damen und Herren, ich wünsche Ihnen ein wunderschönes Wochenende und freue mich, wenn wir uns am Montag wiedersehen bei Weltwoche Daily, die andere Sicht. Vielen Dank.